Hallöchen, willkommen zurück. Meine Nino Kuni 1. Tutorial-Phase geht noch ein bisschen weiter. Der Typ will uns noch ein bisschen mehr erzählen. Hey, Shadowmon, hat doch mehr zu erzählen, Mann. Wo bleibt denn deine Manieren? Oh, dann doch noch nicht in den Gudi-Deckel. In den ich auch immer runterslide. Na gut. Na schön. Also. Zeit, euch etwas über die Evolution beizubringen. Ist ziemlich langweilig. Passt also gut auf. Ich erkläre es euch nur einmal. Du siehst, dass dein Vertrauter bereit zur Evolution ist. Und dafür brauchst du sowas hier. Aha. Ist das eine Art Leckerei? Naja, das ist nicht bloß eine simple Leckerei. Ich versuche es einfach, okay? Ich habe keine Lust mehr zu reden. Füttere deinen Wicht damit. Im Kreaturenkäfig? Okay, ich versuch's. Was? Ja, ich weiß, das ist das Falsche. Also erlaubt einen Vertrauten mit Sonnenabzeichen. Die Evolution zur zweiten Stufe. Ah, da steht auch bereit zur Evolution. Okay. Ja, mach mal. Also dadurch wird der Wicht. Das ist jetzt mein Wicht. Hä, aber dadurch wird er ja Level 1. Zu einem Wunderwicht werden lassen, ja. Ah, Krümel hat sich in ein Wunderwicht verwandelt. Die Anzahl verschiedener Tricks, die Krümel im Kampf benutzen kann, steigt um 1. Ist er jetzt aber, er ist jetzt aber Level 1, oder? Super, seht euch meinen Vertrauten an. Das ist Evolution. Wenn ein Vertrauter groß genug geworden ist, kannst du ihn mit speziellen Leckereien füttern, damit er einen Wandel durchmacht. Evolution kapiert. Wenn Vertraute eine Evolution durchmachen, werden sie stärker, sehen anders aus und lernen bessere Tricks. Sie können dann auch mehr Edelsteine verputzen. Also kannst du ihnen noch mehr Tricks beibringen. Welche Leckerei du einem Vertrauten geben musst, um eine Evolution auszulösen, hängt von seinem Zeichen ab. Da wärst du allein nie drauf gekommen, was? Nee, ja doch, eigentlich schon. Ach ja. Und noch eine unschätzbare Weisheit, die du nicht verdient hast. Ah ja. Wenn Vertraute die Evolutionsleiter hochklettern, wird ihre Stufe auf 1 zurückgesetzt. Ja. Mit dem war ich gerade so stark und jetzt wieder... Naja. Aber das heißt nicht, dass du wieder ganz von vorne anfangen musst. Wenn du sie hochstufst, werden sie viel stärker sein als vorher. Na, das will ich ja mal hoffen. Es ist deine Entscheidung, ob du deine Vertrauten eine Evolution durchmachen lässt oder nicht. Es gibt Idioten, die belassen es lieber dabei. Mir ist das egal. Sonst muss ich euch aber nicht mehr erklären, oder? Ihr wisst ja jetzt genug, richtig? Ja, Meister Salomon. Gut, ich hasse das alles zu erklären. Wenn ihr die ganze langweilige Einzelheiten nochmal hören wollt, fragt einfach den langweiligen sprechenden Stein, den ihr mit euch rumschleppt. Hat jemand meinen Namen erwähnt? Es ist wie ein... es ist wie seine Überragenheit sagt. Kann seine Erläuterung jederzeit detailgenau getreu wiedergeben. Ihr müsst mich nur fragen und... Langweilig! Ja, du hast dich kein bisschen verändert. So, ihr wisst jetzt jedenfalls, wie alles funktioniert. Ihr könnt losziehen, hoffentlich Kreaturen ziehen... Und sie eine Evolution durchmachen lassen. Vielen herzlichen Dank, eure Ehren.
Danke eurer Überragenheit. Gut, wohin nun? Können wir schnell zurück nach Alcoveit? Ich will nachsehen, wie es meinem Vater geht. Sicher, wir können auf. Wir können ihn auch nach anderen großen Weisen fragen. Auf Wiedersehen, Meister Salomon. Danke für alles. Ach, ist nicht der Rede wert. Im Ernst. Haltet die Klappe und verschwindet. Wow, das war jetzt die Prüfung. Von so einem kleinen Knirps, der dann am Ende uns nur hart durchbeleidigt. Tatsache. Hallo, hallo, hallo. Der Emiro hier. Ich bin dein sympathischer Schlupfloch-Serviceberater. Schön, dich zu sehen. Sag einfach Bescheid, wenn dir ein Vertrauter zur Last fallen sollte. Wir können ihn bis zu 400 von deinen kleinen Rackern bei uns aufnehmen. Und weil du uns heute zum ersten Mal mit deinem Besuch beehrst, erhältst du ein ganz besonderes Geschenk. Du Glückwunsch, viel Spaß damit. Oh! Oh! Das sind die Evolutionssteine, ne? Oh! Okay. Ach so. Ich kann 3 noch in Reserve mitführen und wenn das zu viele wären, muss ich dann ein Schlupfloch packen, ne? Der macht einfach mal 62. Gut, der ist aber. Achso, ich kann ihn auch evolutionieren. Das heißt theoretisch. Ihr auch? Ah, sie auch. Sie noch nicht, aber. Ich kann ja mal. Warum nicht? Aber er ist doch bereit zur Evolution. Wieso hat er keinen Bock? Was ist mit dir? Was ist denn das Problem? Wieso will die nicht? Ich hatte die. Hier, willst du was essen? Jetzt magst du bestimmt mich. Jetzt magst du mich bestimmt mehr, oder? Boah! Bist du gemein! Tricks. Hier kann ich noch einen Trick reinpacken. Kann ich bei dem vielleicht. Tolle Rolle. Lassen wir das mal so. Dann gehen wir wieder. Ich wollte ja eigentlich meine anderen Vertrauten auch eine Evolution durchgehen lassen, aber scheinbar weigern die sich aus irgendeinem Grund. Das, warum auch immer. Wenn ich jetzt einfach sage, so, ja, hier, guck mal, Affe. Bereit zur Evolution steht da. Aber ich weiß nicht, was ich falsch mache. Meinem anderen, hier bei meinem anderen Türenheini hier, hat es ja geklappt. Da konnte ich das durchmachen. Der ist nein, aber das ist auch logisch. Aber hier steht er bereit zur Evolution. Und der lädt es aber ab. Das ist doch genau das Zeichen hier, was er hat.
Hast du erlaubt, einen Vertrauten mit Sternzeichen? Achso, das ist so ein Riesenstern. Achso, eventuell. Achso, zur höchsten Stufe. Heißt das, dass man damit, das sind so Dinger, wo ich dann aber sage, ey, dich baller ich jetzt sofort hoch auf maximal. Weil dann, okay, dann ist es, dann kapiere ich das. So, ich würde mal sagen, ich will es trotzdem mal hier kurz speichern. Und dann werden wir mal in so einen Kampf reingehen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir mit unseren evolutionierten Lieder auch noch was reißen oder ob das erstmal gar nichts bringt. Und wir müssen erstmal mit den Affen kämpfen, damit wir überhaupt mal ineinander trainieren. Was rumpelt und pumpelt denn hier so, Olli? Ist aber nicht dein Magen, oder? Meine Güte, sieh doch da drüben. Bäh? Verflucht, das ist übel. Oh nein, der Qualm. Die Qualmhöhle bricht aus. Die Qualmhöhe. Die Qualmhöhe? Ein Vulkan westlich von Al-Quwait. Und zwar richtig. War ein richtiger großer Brocken. Bin ja kein Wissenschaftler, aber ich denke, das ist der Grund dafür, dass die Gegend hier so schön warm ist. Aber die Qualmhöhe sollte nicht ausbrechen. Da steckt ein Riesenfels im Krater, um genau das zu verhindern. Oh je, denkst du, der hat sich irgendwie gelöst? Nach hunderten von Jahren? Nee, da muss jemand nachgeholfen haben. In der alten Geschichte steht nichts davon, dass er sich jemals gelöst hätte. Dann haben wir es also mit einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu tun, oder nicht? Der Flug Al-Quwait könnte in Gefahr sein. Wir müssen zur Qualmhöhe. Was? Wir müssen den Fels da wieder an seinen Platz bringen und verhindern, dass der Vulkan ausbricht. Das ist nicht dein Ernst, oder? Da oben ist es schweineheiß, Mann. Die Wüste hier ist saukalt im Vergleich. Von uns wird bloß ein Häuflein Arsch übrig bleiben. Aber hast du nicht... Hast du mich nicht hergebracht, um die Welt zu retten? Wir müssen los. Wir müssen Al-Quwait retten. Er hat recht. Wir müssen die Prüfung... Wir haben die Prüfung bestanden, oder nicht? Wir können es schaffen. Ah, oh, ja, kleinen... Ihr kleinen Prachtkerle, da treibt es ja sogar eine wachsende Fee die Tränen in die Augen. So weit habt ihr es gebracht. Na gut, ich bin dabei. Retten wir die Lage. Los, auf zur Qualmhöhe. Genau, gehen wir. Los, yeah, hippie Pucha. So, mal gucken, ob das klappt. Here we go. Du? Here go. Angriff! Aua. Okay, das ist vielleicht erstmal mit dem noch nicht so geil. Ja, wir müssen erstmal. Ja, wir müssen. Oh, warte. Ja, hey, wir haben einen gezähmt. Ja, der levelt jetzt ein paar Stufen hoch, das ist ganz gut. Der Evolutionsstufe aufgestiegen ist. Und wenn wir den dann erstmal wieder ein bisschen höher geballert haben, dann sollte er mehr Schaden machen als vorher und dann können wir den auch wieder benutzen, das ist ganz gut. So wie ich es verstanden habe. Den Funkenparkierbar. Ja. Haben wir noch nicht, ne? Fakirer finde ich nice. Parkierst den. Turban. Nee. Funky. Ich finde Fakirer geil.
So. Guck mal kurz, ob ich hier nicht direkt sogar ein blaues leuchtendes Ding haben für irgendwelche Monster-Quest, aber nee, ne? Da müssen wir jetzt hin. Ich will aber trotzdem mal sagen, wir machen einen Abstecher in hier hin. Oder? Oder nicht? Zumindest werde ich jetzt ein paar Gegner bekämpfen, bevor wir da ankommen. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt meinen Damage-Shiny hier erstmal ein bisschen leveln muss, damit er hier wieder, damit er nochmal ein bisschen mehr Damage macht. Kann ja nicht sein, dass wir dann mit dem Low-Level-Tech-Bestück da ankommen, ne? Da bei dem Vulkan, das kann ja nicht sein. Wie sieht denn das jetzt schon aus? Da macht ihr schon 44 Angriff. Und man kann natürlich nochmal gucken, ob wir vielleicht jetzt dadurch, dass wir ein bisschen weiter sind, nochmal ein bisschen geilere Waffen bekommen können. Vor allen Dingen, ja, für die. Wir müssen die auch ausrüsten, ne? Mhm. Aber wir kommen echt ganz gut voran, ne? 44? Schon ganz gut. Auch von hinten mal angreifen. Richtig schamlos. Ja. Alles klar. So, wie sieht's jetzt aus? 47. Ja, wir kommen dem Ganzen schon ganz gut näher. Der flüchtet. Ja, we can do this, aber... Ne? Oh, warte. Ja, den killen wir mal. Erstmal. Oh, jetzt können wir aber. Den nehmen wir. Ich weiß gar nicht, ob die... Hä? Haben einen Hammer bekommen? Den Auslässling behalten? Ja. Flora? Knoller? Knolz? Knospel? Knospel finde ich auch geil. Blümli. Wir nehmen den Namen. Wie gesagt, bevor wir zum Vulkan gehen, werden wir erstmal nochmal gucken, was waffentechnisch so ansteht. Also rüstungstechnisch, waffentechnisch so ansteht. Ob wir uns ein bisschen weiter ausrüsten können, beziehungsweise was wir noch für die da. Da irgendwie bekommen. Okay. Die in Reserve, die werden nicht schon mal mitgelevelt. Stay
Läuft. So, Al-Kuwait. Mal gucken, was wir jetzt hier so alles machen können. Wir haben auch ein bisschen Geld jetzt wieder, ne? Also ein bisschen viel Geld, glaube ich, ne? Naja, eigentlich. Aber eigentlich auch nicht. Du hast ein Tier eigentlich hier. Interessant, sehr interessant. Wenn ich mich vollkommen irre, was der Fall ist, dann bist du vertraut, glaube ich, recht. Du weißt ja, dass ich eine Person bin, die sich ausgezeichnet damit auskennt, mit Vertrauten und so. Welche Kreaturen sollen wir sehen, Herr Lawrence? Okay, die Viecher. Okay. Aber wir haben noch... Nun, diese Kreatur scheint auf jeden Fall einen lila Turban zu tragen. Ja, das ist sie. Ja, wir brauchen noch die andere Kreatur. Genau, ich will jetzt erstmal... Deswegen bin ich hergekommen. Wollen wir jetzt mal hier ein bisschen shoppen, ne? Okay. Also an sich erstmal. Waffentechnisch ist nichts Besseres dabei. Die waren 33. Hier will ich sagen, ja. Verstehe den anderen Wert nicht, diesen da unten, dieser, wo dieses blaue Schwert, was glitzert. Das ist Magieschaden? Ich wusste mal... Nehmen wir das aus. Und er bekommt hier noch einen Hammer. Fähigkeit. Dann lassen wir erstmal, aber hier erstmal. Machen wir das nochmal so. Ja. Ach komm. So.
Also, aber wie getragen? Nicht getragen? Ja, Hammer. Naja, gut, dann können wir das ja auch eigentlich verkaufen, oder? So, ein bisschen Geld. Ich glaube, hier machen wir eigentlich nichts mehr so Besonderes, ne? Huch. Nee. Und dann würde ich halt auch sagen, ja, die Stempel, also die Quests, die, ja, sind ganz schön, muss ich ehrlich sagen, die Nebenquests. Aber die bringen einen zum Beispiel auch keine Erfahrung oder irgendwie sowas. Vielleicht ein bisschen Geld, aber ich meine, wenn ich jetzt mich hier die ganze Zeit durch ein paar Gegner durchschnetzle, bekomme ich auch Geld. Also, ja. Also, so ganz geil ist das mit dem Nebenquest hier nicht zu 100% gelöst, leider. Also, das kann man machen, aber irgendwann auf Dauer geht es dann auch richtig schön auf die Nerven. Ja, den müssen wir noch ein bisschen, ne? Einen erledigt, noch neun übrig. Gut. Also für eine Quest wahrscheinlich. Come on, you guys. Nein! Falsch. Ich meine, ja, der kann bestimmt schon voll Damage machen oder sowas, aber... Ja, ich will es hier denen, die ich jetzt nicht das Vertrauen mit haben würde. Das stimmt einfach. Ja, Stufe 7. Feuerschleuder. Ja, auch Feuerschleuder, okay. Wenn ich jetzt mal gucke, 52, 62. Der hat eine viel höhere Reingeschwindigkeit. Also eigentlich ist der Laffe ja viel geiler. Aber das Ding ist halt eben, dass er hier halt einfach viel stärker ist, dadurch, dass er jetzt schon einmal eine Evolutionsstufe höher ist. Und er bleibt ewig auf Level 1. Außer wir trainieren mal ein bisschen. Aber das könnte man voll geil machen, wenn man dann irgendwie stark ist. Und dann ist man irgendwie in so einem Gebiet, wo die Gegner richtig viel Erfahrungspunkte bringen. Und dann nimmt man einfach so ein Level 1 mit. Und dann auch plötzlich ist der irgendwie instant Level 10 oder so. Oh, warte. Das müssen wir machen. Das brauchen wir für eine Quest. Das brauchen wir für eine Quest, ne? Da haben wir das nämlich schon mal. Staudi! Babani. Kommi? Kühnchen? Nee, ich finde Staudi geil. Doch, Staudi.
Okay. Dann speichern wir hier einmal. Und dann geht's nächste Folge weiter. Richtung Qualmhöhe. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.